Hallo zusammen. Heute komme ich zu der Geschichte von unserem iTrolley Tabletop. iTrolley haben wir schon in der Produktion für den Postbetrieb. Da bin ich auf die Idee gekommen, das könnte man doch mit so einem Tischli ausstatten, mit der Wirkung, dass wenn ich ein Päckchen herumbringen müsste in der Logistik, dann würde ich das so machen. Wir haben weiter die Idee gehabt, man könnte doch hinten durch so ein Trittbrett, so ein Surfbrett anbringen, sodass ich mich gerade herumziehen lassen kann und mein Päckchen bringen. Das Ganze habe ich dann einem Stahlbauer beschrieben, was ich genau will. Der hat mich nicht so ganz begriffen und darum ist das Projekt stehen geblieben. Also haben wir es dann gezeichnet und wieder zum Stahlbauer, hat es für uns müssen bauen. Dann haben wir es gehabt und ich habe es bei uns in die Logistik gebracht. Dann ist nichts passiert. Das hat niemand benutzt. Ich habe dann nichts gesagt und als ich etwa nach einem Monat wieder gekommen bin und gefragt habe, wie ist das? Ja, wir benutzen es. Ja, für was? Ja, wir fahren damit aufs WC auf der anderen Seite und schon wieder zurück. Naja, es ist sage und schreibe fast ein Jahr gegangen, bis unsere eigene Logistik gemerkt hat, für was das gut ist. Als ich es dann wieder wegnehmen wollte, hat alles nach dem Tabletop geschraubt. Heute haben wir unterdessen zwei davon in unserer Logistik.